Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein paar leckere Cookies pünktlich zum Wochenende. Da kann man sich immer mal was Süßes gönnen. Und ich mache heute Vanilla-Chocolate-Cookies. Die sind super, super lecker, schnell gemacht und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Für den Anfang brauchen wir etwas Mehl, 250 Gramm. Die gebe ich in eine Schüssel, schlag das Ei auf, dann noch den Zucker, Backpulver und Puddingpulver dazu und die schöne geraspelte Schokolade. Dann die flüssige Butter, dann noch etwas Vanillezucker und alles gut miteinander vermischen. Anschließend auf ein Backblech legen und für ca. 15 Minuten bei 150 Grad ausbacken. Die Cookies sind fertig, so sehen sie aus. Und dann gönne ich mir direkt mal ein bisschen. Was soll ich sagen, es sind leckere Cookies, die schmecken super, super lecker. Wobei ich sagen muss, meine Freundin hat schon ein bisschen gemeckert, es wäre angeblich zu wenig Schokolade drin. Allerdings bin ich der Meinung, es reicht an Schokolade. Wenn ihr anderer Meinung seid oder meint, es kann nicht genug Schokolade geben, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Muss da mehr Schokolade rein oder nicht? Ich sage, es ist okay so. Rezept mit den genauen Mengenangaben, wie immer in der Infobox. Da kommt ihr auch zu meinem Online-Shop, wenn ihr jetzt Vanillezucker braucht. Den gibt es da auch, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniere nicht vergessen und euch ein schönes Wochenende und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal.